Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoclip vom Simosack. Heute ein Clip aus der Stadt Bremen. Bremen Nord ist nicht absolut meine Favoriten-Map, muss ich sagen. Sie ist ganz nett, man kann sie auch ganz nett fahren, aber da gibt es ein paar Punkte, mit denen ich nie so richtig warm geworden bin. Einmal ist es ein bisschen tricky, so etwas hier zu meistern, was wir gerade hier sehen. Ich habe hier einen Boss geschildert, und zwar die Linie 99, und ich muss um 15:46 hier abholen. Und der Kollege von der 94 hält erst einmal die Stellung in der Haltestellenbucht. Muss ich ja irgendwie vorbeikommen. Dann gab es ein paar Performance-Probleme. Ich sage jetzt bewusst erstmal gab, weil es ja ein Update gab, bereits im Februar 2019. Der Simosack kommt erst jetzt dazu, davon zu berichten, seinem Tipp. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Warte ich, bis der 94er seinen Kaffee aufgeschlürft hat? Oder quetsche ich mich daran vorbei? Ich weiß es nicht. Also, 99, kurze Runde auf Bremen. Und ich muss die Frage beantworten für mich. Werde ich mit Bremen warm? Oder sagt mir, warum ich zu blöd bin, mit Bremen Nord warm zu werden? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Habt ihr ähnliche Gedanken, wie ich sie habe? Seid ihr Bremer? Seid ihr Norddeutsch? Moin Moin, herzlich willkommen bei einem neuen Clip vom Simosack. Irgendwie komme ich hier mit dieser Bremer Map nicht wirklich richtig klar. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Warum steigen jetzt keine Fahrgäste ein? Die Herrschaften bereit, mit mir mitzufahren? Gustav Heinemann Bürgerhaus. Da sind wir auch noch nicht. Wir sind ja noch im Viergesack. Haben diese Herrschaften eventuell Interesse mitzufahren? Also wie ihr seht, der Simosack und Bremen. Moin. Moin. Das ist keine glückliche Liaison. Aber ich gebe mir alle Mühe, auch hiermit irgendwie klar zu kommen. Würde mich interessieren, wie ihr das macht. Was mache ich hier in Bremen so super verkehrt? Warum blicke ich hier nicht durch? Keine Ahnung. Irgendwie, ja, Kollege, fahr los, zieh raus. Tu so, als wäre ich gar nicht da. Also ein paar Dinge, wie gesagt, hier an Bremen sollen in der Performance verbessert worden sein. Ich habe da mal die Liste, die auch bei Steam so einzusehen ist, in meine Beschreibung mit reingepackt. Da sollen wohl Objekte gepflanzt worden sein, platziert worden sein, die wir nicht gesehen haben, die aber natürlich auch auf der jeweiligen Kachel aufgebaut werden mussten. Die wurden entfernt und das heißt, es wurden auch Texturen entfernt, die wohl unsichtbar waren oder nicht im Sichtfeld lagen und somit die Performance beeinträchtigt haben. Auf unter Heide. Was mit der Ansage los ist, weiß ich jetzt beim besten Willen nicht. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Ja, Performance. So groß ist die Map ja gar nicht. Und ich finde, sie fährt sich dafür, dass sie gar nicht so besonders groß ist, verrückt und zuckelig. Woran liegt das nun wieder? Also so wahnsinnig groß und umfangreich ist sie wirklich nicht. Helft mir, Freund zu werden von Bremen Nord. Sagt mir, warum man sie fahren muss, warum man sie besitzen muss. Ich kann nicht sagen, warum ich sie gekauft habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Map Laurensbach-Ahlheim und andersrum auch Ahlheim-Laurensbach ist mit Objekten aus Bremen bestückt. Und weil ich die perfekt installiert haben wollte, habe ich Bremen gekauft und bin ein, zwei Mal hier auf der Map gefahren. Bin aber nicht so richtig warm geworden, hatte ich ja schon gesagt. Jetzt, wo das Update draußen ist, habe ich mir überlegt, okay, Simo sagt, lass es mal gut sein, wird schon irgendwie schief gehen, hat schon seinen Grund, versuchen wir es mal. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin. Moin. Also, wenn die Performance von meinem Gefühl her, und das würde ich mal sagen, jetzt nicht so wesentlich tolle, wahnsinnig besser geworden ist,
Sind es dann die MAN-Busse? Also, wie gesagt, da brauche ich noch sehr, sehr, sehr viel Unterstützung von euch und eure Hinweise und eure Meinungen zu dieser Map. Tja, die Einstellungen, die ich hier habe, sind eigentlich nicht so wahnsinnig hoch. Bahnhof auf. Meine Ansagen stimmen absolut nicht. Irgendwo, wo ich jetzt auch immer bin auf der kurzen Runde, das ist nicht das, was jetzt als nächstes hier folgt. Naja, also, toll ist natürlich, wir Bauer haben hier viele eigene Objekte eingesetzt. Das macht natürlich was her. Wahrscheinlich ist es auch mit der Realität ganz nett übereinstimmend. Ich muss jetzt mal gucken, was der Schilderwald sagt. BFA Hammer. Hammer über Ascherdorf. Hammersbeck, Römereck. Ich nehme mal in den Orangenwall und fahre hier links rum. Also viele eigene Gebäude, Objekte wurden verbaut. Ganz nett ist das auch angeordnet. Aber, wie ich schon sagte, ich tue mich ein bisschen schwer, mit dieser Map warm zu werden. Heute kriegt sie eine neue Chance. Heute dürft ihr dabei sein. Heute soll es dann doch mal funken zwischen dem Simosack und der Map Bremen-Nord. MAN, hier in Bremen fahren ausschließlich wohl auf der Map MAN-Fahrzeuge. Ihr wisst, ich bin ein gewisser Liebhaber von Citra, hatte ich ja schon mal erwähnt, die 415NF, das ist im Moment mein Favorite Bus. MAN, das liegt ja ein bisschen daran, dass wir ja bei Omnisys von Anfang an mit MAN-Bussen konfrontiert worden sind, von der ersten Version, von den Doppeldeckern, von den NL-Fahrzeugen. MAN war auch, glaube ich, eins der ersten kostenlosen Mods, die man kriegen konnte, damals schon der Lion City, erinnere ich mich dran. Und so viel hat sich jetzt auch nicht getan bis hin zu den modernen Fahrzeugen. Ist alles so ein bisschen geblieben, wie es ist. Ich bin jetzt nicht derjenige, der den Web rauskramt und sofort ein MAN aufstellt. Da habe ich andere Busse, die mir dann doch mehr zusagen. Schauen wir nochmal, fahren wir hier geradeaus. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Gucken wir mal. Ich denke aber irgendwie schon. Eine kurze Runde habe ich genommen, damit ich erstmal wieder überhaupt so ein bisschen Einstieg finde in Bremen-Nord. Was hier an Details geändert worden ist, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das Update ist jetzt nicht so wahnsinnig umfangreich. Ich möchte mal daran erinnern, dass es andere kostenpflichtige Maps gibt, die auch gerne mal kritisiert werden, die so ab und an mal ganze neue Buslinien in das System einarbeiten und sich schlicht und ergreifend ständig erweitern. Ich habe da mal was auch in der Beschreibung, welche Maps ich da meine. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, ich bin mal in Fegesack, glaube ich, gewesen. Muss aber ehrlich sagen, Erinnerung habe ich jetzt keine, von der ich sagen könnte, jo, so sieht's hier aus. So ist es hier gemacht. Mahlzeit. Kann ich also nicht viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so meine Gegend. So, jetzt gucken wir uns mal den Schilderwald in aller Ruhe an. Ich glaube, wir fahren wo lang? Also ich finde es im Moment wirklich super schwer zu erkennen. Hier steht etwas von links, BFA Hammer, dann BFA Hammer rechts. Diese Linkspfeile kann ich nicht einordnen. Ich versuche mein Glück, indem ich rechts rumfahre. Wenn einer der lieben Bremer Autofahrer mich hier rauslässt. Da kommt gerade etwas herausgefahren, der grüne Mercedes Kombi. Das finde ich wieder eine coole Sache. Ganz mal kurz ab vom Thema Omsi. Mercedes-Benz baut diese Kombis in Sebaldsbrück in Bremen. Und ich glaube, dass der Erbauer so ein bisschen als Reminiszenz, als Erinnerung an die Kombiproduktion aus Sebaldsbrück die Kombis hier eingebaut hat. Am
Gaswerk. So, jetzt stehen hier natürlich ein paar Gebäude und wir haben eine Straße und wir hatten kaum Gegenverkehr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Performance ist immer noch schleppend. Ich denke, meine anderen Clips zeigen ja auch ganz deutlich, dass der Rechner es wohl nicht sein kann. Ob das wirklich jetzt hier das Gelbe vom Ei bei der Technik ist, weiß ich nicht. Da ist wirklich, wirklich viel Überzeugungsarbeit für den Simusack noch notwendig. Helft ihm dabei. Schreibt eure Meinung rein. Würde mich interessieren. Ja, die norddeutsche Tiefebene ist ein flaches Land. Also können wir natürlich hier in Bremen nicht mit Serpentinen und großen Steigungen rechnen. Ja, der Bremer Norden, viel gesagt nicht wohl im Norden von Bremen, ist jetzt nicht das Zentrum von Bremen. Also darf man beim Namen der Karte hier keinen Vergleich zu Hamburg erwarten. Wo also die Hamburger Innenstadt mit all den Highlights nachgebaut worden ist. Ich sag jetzt nochmal hier so Binnenalster, Rathausplatz, Mönckebergstraße oder in Hamburg Modern. Das ganze Gedöns um Hafen rum und Speicherstadt. Das darf man hier in Bremen nicht erwarten. Obwohl es ja eigene Objekte sind, ist es eher so ein bisschen, ich sag mal, biedere Hausmannskost, was wir hier sehen, fahren dürfen. Habt ihr Interesse mit mir mitzufahren oder bin ich hier auf dem völlig falschen Dampfer? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Okay, so falsch konnte der Dampfer nicht sein. Ja, und es geht geradeaus. Es geht über das flache Land. Das ist halt Bremen. Das ist die norddeutsche Tiefebene. Das dürfen wir nicht großartig kritisieren. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also, wie gesagt, Kaufgrund für die Web war eigentlich Lauritzbach-Arlheim. Die haben hier Elemente verbaut. Die Autobahn. Ich glaube, das ist die Autobahn, die auch nach Bremerhaven führt. Übrigens, Stichwort Bremerhaven. Das wäre auch eine coole Map. Bremerhaven kenne ich ein bisschen besser als Bremen. Ja, das in den Stadtbereich mit dem alten Fischereihafen, mit dem Maritimen Museum, dem Hafenmuseum, das wären schon coole Geschichten gewesen. Hätten dann auch solche Bilder gebracht, so ein bisschen wie Hamburg. Hätte mir als Thema bei Bremen besser gefallen. Wie gesagt, hier sehe ich eine Menge Hausmannskost. Ein überschaubares, ich sag das ganz vorsichtig, überschaubares Liniennetz. Naja, sagen wir mal so. Hier jemand Interesse mitzufahren? Habe ich mich verfahren? Möchte keiner mit? Nein. Ich traue dem Raten der Pfeile ja nicht. Ich bin auch schon mal irritiert worden von dem Pfeilgewitter am Himmel. Der orange Pfeil aber wird es wohl sein, dem wir folgen. Ach, BFA Hammer. So steht es auch im Fahrplan. Genau genommen BFA Hammerbeck. Ja, wenige Linien, relativ wenige Linien. Topografisch ist Bremen hier jetzt an diesem Punkt nicht das absolute Fahrvergnügen und Highlight. Insofern darf hier in Bremen noch was passieren. Stichwort wäre vielleicht auch Bremerhaven. Vielleicht gibt es ja auch eine Überlandlinie, die mal Bremen mit Bremerhaven verbindet. Ein Stückchen Autobahn gibt es ja schon. Wie gesagt, ich wiederhole mich hier und so ganz viel habe ich dann auch nicht mehr dazu zu sagen. Hausmannskost und das nicht unbedingt vom Feinsten. Lob und Anerkennung erfinden die Objekte, die hier
von den Erbauern nicht alle selbst gebaut worden sind, wie wir an dieser Esso-Tankstelle sehen können. Aber hier in diesem Gebäude, das ist ganz klar Handschrift Bremen. So soll das sein. So ist das auch. Finde ich in Ordnung. Ja, die Performance-Verbesserungen sind marginal. Ich verstehe es immer noch nicht, warum eine relativ kleine Web so viel Ressourcen verbraucht. So wahnsinnig aufregend ist das hier wirklich alles nicht. Da verkannten wir das schon mal. Hier mal raus, hier mal rein, raus. So wahnsinnig aufregend ist das wirklich nicht. Ich will damit die Arbeit der Erbauer nicht schmälern. Um Himmels Willen. Tür zu, Tür zu. Aber wenn man für eine Arbeit Geld nimmt, ich will jetzt das Wort verlangt vermeiden, dann muss man sich auch vielleicht damit auseinandersetzen, was der Kunde, und das bin in jedem Fall ich, davon hält. Habe ich mich jetzt völlig verfahren? Bin ich jetzt hier von hier aus dem Brett raus? Ziegeleiweg. Da war jetzt ein gelber Fall, kein oranger Fall. Vielleicht muss ich aber nochmal gucken, ob es eine Betriebsanleitung gibt. Ein Handbuch gibt, was mir etwas Klarheit verschafft. Oder ich muss mal mit einem KI-Bus mitfahren. Na ja. Sagen wir mal so, ne? Jedenfalls hat eben der Kauf dieser Web dafür gesorgt, dass andere Webs, von denen ich wirklich auch mehr halte, die mir auch besser gefallen, sehr gut ausgespielt sind. Also insofern hat der Kauf sich wirklich gelohnt. Aber anlässlich des Updates und weil ich das mit der Performance testen wollte, aha, ich würde gerne noch rechts, links abbiegen. Hier kommt die Meldung, ich bin am Ziel. Habe ich etwas übersehen? War da was? Ja. Okay. Hier ist irgendwas nicht ganz koscher gelaufen. Ich ziehe jetzt hier mal vor. Und sage, es wird noch ein wenig dauern, bis der Simo sagt, der offensichtlich an der falschen Haltestelle angekommen ist, sich mit Bremen irgendwie anfreunden kann. Hilft dem Simosack, lasst ihm ein Like da, lasst ihm ein Abo da. Wer Bremen noch nicht gekauft hat, kann man kaufen, denn die Objekte werden gerne gebraucht, auch in anderen Karten. Ob ihr jetzt jeden Tag der große Bremen-Fan beim Busfahren seid, da haben meine Zweifel dran. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Simosack.